Guten herzlichen Tag. Und hier sind wir mal wieder. Jetzt geht's endlich weiter. Nämlich seit dem letzten Video habe ich jetzt eine längere Pause gehabt, weil so viele Videos vorgedreht waren, also auch von anderen Spielen, die alle hochgeladen werden mussten. Aber jetzt habe ich endlich wieder genug Speicherplatz frei und kann also wieder ein bisschen was aufnehmen. Bin jetzt allerdings in diesem Dödelkraftwerk und weiß mittlerweile, dass ich in das gar nicht gemusst hätte. Und das bedeutet so viel wie, ich werde jetzt den Ausgang suchen und wahrscheinlich nicht finden. Und dann wieder da weitermachen, wo ich vorher war. Na klar, natürlich finde ich den Ausgang nicht. Das war ja klar. Und es müsste übrigens eine Taste geben, auf der drauf steht: Deaktiviere alle Zufallsencounter. Die Taste muss man drücken, wenn man gerade keine Lust auf so welche hat. Vor allem müsste es aber eine Karte geben, weil ich nämlich nicht in Erinnerung habe, wo ich lang muss, um hier wieder rauszukommen. Ich könnte jetzt natürlich der alte Zucker vom Dienst sein und in meinen alten Videos nachschauen. Aber das muss ich jetzt so irgendwie finden. Diese Zufallsencounter, die werden jetzt halt ganz viel Zeit klauen. Ach so, jetzt habe ich ganz vergessen, das DirectX auszumachen. Das bedeutet, der Emulator wird jetzt wahrscheinlich laggen. Probiere ich jetzt mal. Nee, momentan leckt er nicht. Ja, und jetzt ist es nämlich erstmal so, dass ich rausgefunden habe, wie man in dieser Stadt diese Goldzähne bei dem Warden abliefern kann. Nämlich dieser Warden, der ist nicht etwa wie jeder normalerweise erwarten wird. Einfach da bei der Safari, sondern in irgendeinem x-beliebigen Haus. Und wenn man dem diese Zähne dann gibt, dann kriegt man noch ein HM. Nämlich ist es dann das letzte HM, also Strengths. Und ich weiß zwar nicht, ob man das brauchen wird, aber ich will es mir auf jeden Fall holen. Einfach so, um auf Nummer sicher zu gehen. Nämlich von den 4 HMs, die ich bisher so gekriegt habe, hat man 3 Stück schon auf jeden Fall mal gebraucht. Nämlich Cut braucht man auf jeden Fall. Ach so, Flash braucht man eigentlich nicht so unbedingt. Man kann auch in der Dunkelheit rumlaufen, aber es ist dann natürlich viel schwieriger. Aber Cut braucht man auf jeden Fall. Und Surf auch. Ach so, und vor allem kann ich nämlich hier dann das Drängs einsetzen. Ach so, genau, das war dieser Lava-Heini. Ja, um die Zähne zu finden, muss man ja schon in die Nähe von dem Secret House kommen. Und das heißt, dass einem dieser Typ überhaupt nichts bringt. Jetzt habe ich dieses HM aber und schau mal, wer das alles lernen kann. Nämlich, soviel ich weiß, ist das Strengths ein normaler Angriff, so ähnlich wie Tackle.
Das heißt, das könnte eigentlich sogar der hier benutzen. Nämlich die anderen drei Moves, die soll der eigentlich alle behalten. Wobei das natürlich auch bedeutet, dass er dann nichts Neues mehr lernen kann. Weil Strengths kann man ja dann nicht wieder wegmachen. Und außerdem habe ich auch herausgefunden, dass das so total Zuckertypi ist. Und ja, Zuckertypi ist in dem Fall ein Adjektiv. Dass ich den hier und den Geist nie mehr entwickeln kann. Es sei denn, es ist irgendwie möglich, mit dem Emulator eine Verbindung zu einem anderen Gameboy herzustellen. Weil nämlich die von Nintendo solche Zucker sind. Das haben die absichtlich gemacht, um die Verkaufszahlen zu erhöhen oder so. Beziehungsweise um dafür zu sorgen, dass die Leute auch die anderen Pokémon-Generationen kaufen müssen. Nur um alle Pokémon kriegen zu können. Sehr sinnvoll. Also man darf mir gern sagen, wie das mit dem VBA-Emulator geht, aber wahrscheinlich gar nicht. Das bedeutet, dass ich den nie zu einem Golem weiterentwickeln kann. So geht das jetzt. Aber zu sich herziehen kann man sie nicht, oder? Ey, nee! Ihr Bastarde! Warum habt ihr das so gemacht? Dass ständig das Bastard-Inventar voll ist. Ich hoffe echt mal, dass es in Kristall dann anders ist. Nämlich Kristall habe ich schon mal angetestet und gesehen, dass das Inventar in mehrere Kategorien aufgeteilt ist. Und wenn nämlich die Entwickler schlau waren, dann haben sie so gemacht, dass da wenigstens jede Kategorie 20 Items halten kann. Aber wahrscheinlich waren die Entwickler natürlich nicht schlau, weil es ja meistens so ist. Dass die Entwickler in Wirklichkeit voll die Knalltüten sind. Ich speichere jetzt einfach mal alles ein, was ich nicht unbedingt brauche. Ja, was soll ich denn noch Fische fangen? Im Grunde genommen ist mein Team jetzt vollständig. Und den Itemfinder, den kannst du dir auch in den Arsch stecken. So, jetzt aber. Dann hole ich mir jetzt den Unsinn endlich. Oh, das ist eine langsame Animation, ey. Yeah! Dafür ist das Item aber voll super. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ach so, genau, das war das, mit dem man ein Level abkriegt. Dann gucke ich jetzt wieder, wie viel Erfahrung die noch brauchen. Hör, wo steht denn das überhaupt? Ach, da. Na, der braucht weniger. Der braucht auch relativ wenig. Braucht auch nicht so viel. Und den werde ich übrigens nur dann weiterentwickeln können, wenn ich einen Thunderstone finde, aber keine Ahnung, wo man den herkriegt. Achso, und der Vogel, der ist ja sowieso nur zum Fliegen da. Okay, dann wird der Geist das kriegen. Und leider kann der Geist wegen diesem totalen Unsinn wahrscheinlich nie zu einem Gengar werden, wie der angeblich heißen soll. Warum kann ich den Fels nicht auf den Typ schieben? Das wäre so lustig, wenn das gehen wird. Okay, dann ist es jetzt aber so ganz japanisch. Und ja, ich habe mal wieder japanisch gesagt. Das Let's Play-Unwort des Jahres. Nämlich, da kann niemand drauf kommen, was man da machen muss. Man muss nämlich hier in das Kaufhaus gehen. Weil diese Wachen, diese Bastarde, solche alten Säufer sind. Und man denen ihren Alk bringen soll, weil die einen sonst nicht durchlassen. Und das kann man nur machen, wenn man hier nach ganz oben geht. Und dann diese Maschinen benutzt.
Und möglicherweise ist das auch wieder eine Möglichkeit, Game Over zu gehen, also nicht mehr weiterkommen zu können, wenn man nämlich nicht mehr genug Geld hat für das Zeug. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, was der Bastard will? Ich hoffe einfach mal, dass der das jetzt annehmen wird. Wahrscheinlich braucht man sogar für jeden solchen Wächter so einen Teil. Wie unsinnig. In was für einer Welt leben die denn in Pokémon, beziehungsweise wie das eigentlich heißen soll, Kanto? Also so soll die Region angeblich heißen. Dass da die Kinder irgendwelchen Säufern ihren Stoff bringen müssen. Was kommt als nächstes? Muss ich etwa auch noch irgendeinem Raucherbastard seine Zigaretten holen? Weil er zu faul ist, um sich selber welche zu besorgen. Also hier ist es jetzt, glaube ich. Ach so, doch nochmal Glück gehabt, dass die anderen Wachen das jetzt offensichtlich auch wissen. Dass man die nicht alle einzeln bestechen muss. Das ist ja gelb! Das sieht ja mal aus! Und leider ist es nämlich so, dass ich mich auf Wikipedia gespoilert habe und somit weiß, dass der Meistertrainer von dieser Stadt eine erotische Sabrina sein soll. Und wahrscheinlich ist es nämlich die Sabrina, die in I Wanna Be The Guy vorkommt und ganz schrecklich ist. Die ist dann nämlich total blutrünstig und will immer den Kid explodieren lassen. Mal sehen, was hier so los ist. Moment mal, da stimmt was nicht. Das sind alles Raketenfieslinge. Da kann ja wohl was nicht stimmen. Ey, nee, sei bloß, ich muss hier jetzt so ein Rätsel-Dungeon durchzocken, bevor ich die Raketenfieslinge besiegen kann. Also das habe ich natürlich nicht gespoilert, was in dieser Stadt passiert. Also ich will mich ja nicht zu arg spoilern. Aber egal, erstmal rausfinden, was hier los ist. Wie Lower Special Abilities, aber das war doch, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die Schaden macht, oder? Na, natürlich will ich das teachen, was denkst denn du? Jetzt muss ich allerdings entscheiden, was ich weghaben will. Weil die sind eigentlich alle so gut. Na egal, ich glaube, ich nehme Lick. Nämlich Psychic war doch, glaube ich, dieser Angriff. Ach so, genau, das war der Angriff mit dem ganz komischen Sound, der voll viel abzieht. Dann ist es auf jeden Fall gut, dass ich den jetzt habe. Tja, aber ich muss jetzt rausfinden, was abgeht in dieser Stadt. Vor allem werde ich jetzt erstmal mein Team wieder wechseln, also den schlafenden Ershi ins Spiel bringen. Ach, sowas ist eigentlich Release? Heißt das, dass man ein Pokémon einfach wegwirft sozusagen? Wer wird denn sowas machen wollen? Der hier soll angeblich auch noch ganz gut sein. Der ist, glaube ich, Stein und fliegend. Ich nehme jetzt natürlich den schlafenden Ershi. Und werde hier jetzt natürlich erstmal wieder die Knalltüten anlappen und mit Sicherheit nicht vorlesen, was sie sagen. Ich frage mich echt immer wieder, warum alle anderen Let's Player denken, das tun zu müssen.
Diese Elite vor sind natürlich voll die Luschis. Ich bin viel besser als die. Ach so, stimmt. Das ist ja gar kein Laden. Ich frage mich, ob es den Laden in dieser Stadt gibt und ob es da hoffentlich einen Thunderstone gibt. Für den wäre ich nämlich bereit, so ziemlich jeden Preis zu zahlen. Aber Puss, ich wollte mal noch nachschauen, ob das eigentlich so ist, dass man nur eine bestimmte Menge Geld haben kann. Ach so, aber dazu müsste ich erstmal über 100.000 kommen. Und meine Stimme klingt, glaube ich, ganz schön komisch. Also, mir fällt es zumindest auf und dem Zuhörer wahrscheinlich auch. Das liegt daran, dass ich anscheinend friere. Warum eigentlich? Vor allem, was ist hier oben? Hä? Hier wird's wieder grün? Hä, und da ist das Gym? Da kann man schon rein, WTF? Hä, das hat ja mehrere Eingänge. Hä, da kann man ja wirklich rein. Moment mal, es ist nicht das richtige Gym, oder? Ach nee. Hölle, da gibt's Karate-Typis? Was zum Teufel? Jetzt bin ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet auf das, was sie machen, aber ich benutze mal Psychic. Mal sehen, was das macht. Okay, das killt den Gegner tatsächlich. Der komische Affe kommt jetzt. Angeblich hätte man den ganz früh im Spiel sogar schon fangen können, aber bei mir ist der nie aufgetaucht. Und der ist nämlich gegen den ersten Trainer gut. Nämlich mit dem ersten Trainer habe ich Riesenprobleme gehabt, wie man sich vielleicht erinnert. Es kommt sogar ein besserer Affe. Nämlich der Affe macht 4 Schaden. WTF? Dieser Trainer-Fieslingstypi scheint sogar schlau zu sein. Nämlich die meisten Gegner, die man so in diesem Spiel bekämpfen muss, sind dumm wie Stroh, aber der hier anscheinend nicht. Ihr Glück gehabt, der hat daneben getroffen, weil er so schlecht ist. Ach nee. Ja, einige von meinen haben ja ganz schön niedrige Levels. Ich werde jetzt Feuer benutzen gegen diese Nervköpfe. Das habe ich gerade eben beschlossen. Das kannst du haben, wenn du willst. Es kommt nämlich anscheinend lauter solche Karate-Typis. Ach so, der hat ja mittlerweile sogar Feuerblast. Mal sehen, was das macht. Ach so, das war sowas. Ey, das leckt aber. Und zwar ganz schön ziemlich. Das habe ich gerade eben gesehen. Mal sehen, ob das Fire Blast gegen den auch gut ist. Allerdings hat es ja mal viel zu wenig Mana. Hopp, gelevelt. Ach, das war's schon mit dem Gegner. Der war ja schlecht, ey. Hör, der Typ da oben, der scheint, sieht wirklich anders aus. Das ist wahrscheinlich so ein Zwischenmeistertrainer oder was? Na egal, den werde ich zeigen. Die haben ja wahrscheinlich eh keine Chance gegen mich. Fire in the hole!
Die Fähigkeit ist ja voll super. Also, das meine ich jetzt ernst. Echt? Das heißt, ich soll den Geist gegen euch benutzen, willst du mir damit sagen? Wie sieht der da oben ja doch gleich aus. Hehe, mit Sicherheit. Ich bin doch hier nicht in der verdammten Moschee. Was bilden die sich denn ein? Fire in the hole! Sind das alles Luschis? Dann kann ich eigentlich auch eine andere Fähigkeit benutzen, wenn der so schlecht ist. Sogar das gilt denn mit einem. Unglaublich. Dabei ist das Feuer gar nicht mal super effektiv gegen den Gegner. Ja, nein, der hält ein bisschen mehr aus. Vor allem der hat Rage, was ich übrigens auch hab. Aber so viel bringt ihm das auch wieder nicht. Die habe ich gegeben. Ach, echt? Ach, und was ist, wenn ich dich besieg? Na, komm her. Was zum Teufel soll das denn sein? Fire Blast! Keine Ahnung, was das sein soll, aber es ist auf jeden Fall besiegt. Dann benutze ich halt mal den Geist, wenn ich das schon soll. Weil der Geist nämlich voll super ist. Psychic eingesetzt. Bumm. Und der soll jetzt also so ein schwerer Gegner gewesen sein. Und der will also der Meister gewesen sein. Boah, das bringt mir jetzt vielleicht mal was. Ach so, und das? Hä? Da kann ich ja anscheinend nicht. Na toll, es ist dieser Erschi hier im Weg. Und der wird wahrscheinlich erst dann weggehen, wenn ich was Bestimmtes in dieser Stadt gemacht habe. Hä, ja, aber einen Psychotrainer gab's doch schon. WTF? Ja, ich will diese Raketentypen fertig machen. Mal sehen, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Und es gibt diese Hypertränke. Und diese besseren Bälle, aber die brauche ich ja eigentlich nicht. Was ist eigentlich bitteschön der Unterschied zwischen Hyperpotion und Full Heal? Gibt's da überhaupt einen Unterschied, frage ich mich. Ach nee, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen.
Dieses Repel möglicherweise entfernt das tatsächlich Zufallsencounter oder so für eine gewisse Zeit. Das bringt ja was. Ach so! Das macht also das Full Heal. Dann ist es ja voll super. Und verbraucht vor allem nicht so endlos viele Plätze im Inventar. Nämlich ansonsten müsste man für jeden Status, wie zum Beispiel Einschläferung oder Verbrennung, extra Heilungs-Items mit sich rumschleppen, was natürlich keiner will. Okay, da ich jetzt aber diese Hyper-Potions habe, Moment mal, da stimmt was nicht. Achso, ich habe da noch diese Max-Potions, was auch immer die machen. Dieses Gelb ist komisch, finde ich. Das passt irgendwie nicht zu dem Spiel. Was ist denn hier? Ach so, von da kommt man natürlich. Das heißt, ich kann nur in dieses eine ganz große Haus gehen. Und fürchte aber, dass es da drin schrecklich wird. Nämlich hier. Mal sehen, ob man hier drin das Fahrrad benutzen kann. Hör, ihr Knalltüten! Also die Musik lässt schon mal Schlimmes befürchten. Die Musik sagt mir, irgendwas stimmt mit diesem Gebiet nicht. Ist das ein Aufzug? Ja, anscheinend schon. Mal sehen, wie groß das Gebäude ist. WTF? Das wird ewig dauern, bis ich da den richtigen Weg gefunden habe. Vor allem wird es ewig dauern, bis ich die ganzen Raketenfieslinge hier drin erledigt habe. Ich hoffe mal, dass sie nicht alle dieselben Pokémon haben, weil ansonsten... Feuer ins Arschloch. Nur Level 25 ist der. Ja, natürlich werde ich wechseln. Was denkst denn du? Böller Power! Noch so einer. Die zeichnen sich übrigens dadurch aus, dass sie überhaupt keine Erfahrung geben. Ach, jetzt kommen auch noch Ratten. Dann kann ich ja mal Strengths ausprobieren, mal sehen, ob das was bringt. Ja, anscheinend schon. Dann hat es sich also gelohnt, dass ich dem das beigebracht habe. Ach, bleibe ich einfach bei dem, der muss nämlich auch mal ein paar Levels schaffen. Obwohl er leider nie zu einem Golem werden kann. Nee, du hattest einfach die falschen Pokémon. Natürlich! Was zum Teufel, das sind Teleporter. Ey du, dich räum ich aus dem Weg. Hör, was wetten wir, dass man diese vier Rocket Brothers, die es da anscheinend gibt, alle besiegen muss. Und dazu muss man sie natürlich erstmal finden. Und bei dem ist es so, dass ich den nie kriegen kann, weil es den Pokémon Gelb nämlich nicht gibt. Und ich anscheinend ja auch nicht handeln kann. Das ist echt super. Das Cut ist ja vielleicht mal schlecht. Mal sehen, ob Rage besser ist. Nee, ist ja gar nicht Rage. Feuer meine ich natürlich. Ist das schlecht? Das sieht ja gar nichts ab. Aber bin ich 10 Levels höher als der Versager. Das gibt's doch nicht.
Diese Raketenfieslinge nerven ja ganz schön ziemlich. Strings einsetzen, du alter Nervkopf. WTF? Ist der auch noch schneller als ich, dieser Cheater-Tippi? Ey, nee! Also dieser Dungeon geht mir jetzt schon auf die Nerven, wenn ich ehrlich sein soll. Und vor allem was Dragon Rage betrifft, da weiß ich mittlerweile, dass es überhaupt nichts bringt. Das ist der absolute Lustangriff, weil der immer gleich viel abzieht. Ganz egal, wie hoch das Level von dem Pokémon ist. Das heißt, Dragon Rage ist für die Tonne. Hä, der Gegner hat ja nur nervige Angriffe. Hat der denn auch irgendwas, das nicht verwirrt? Ich habe nämlich auf Wikipedia gelesen, dass die Chance, sich bei der Verwirrung dann selber zu treffen, 50% beträgt. Aber wenn ich verwirrt bin, dann scheint die Chance eher 100% zu sein. Oh, ist das nervig, ey. Ey, gegen diese Fledermäuse kannst du doch nicht spielen. Ey, benutzt mal Bite oder so irgendwas. Und nicht immer nur Verwirrung. Meine Güte, nervt der Gegner. Ja, hast du vielleicht bald endlich mal alle Confused Rays weg? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wobei es ja eigentlich auch cheaterig ist, dass man den Status einfach wegkriegt, indem man wechselt. Das bedeutet, wenn man gegen einen menschlichen Spieler kämpft, was ja anscheinend auch möglich ist. Yes, hat er endlich mal was anderes benutzt. Jedenfalls gegen den menschlichen Spieler wird es dann wahrscheinlich überhaupt nichts bringen, Verwirrung einzusetzen, weil das einfach bedeutet, dass der Gegner dann halt wechselt. Ich hätte was nehmen sollen, dass der mit einem Schlag wegkriegt. Damit er nicht so lange rumnerven kann. Aber egal, jetzt ist er ja doch noch besiegt. Ach, der kommt jetzt wieder. Da benutze ich lieber den, weil ich habe nämlich überhaupt keine Lust, vergiftet zu werden. Vor allem dem sein kann ich, wie schon gesagt, nie kriegen. Was voll unfair ist. Sidekick eingesetzt. Ach nee. So, dieses Video ist jetzt zu Ende, weil der Poké-Trainer sich ständig drüber beschwert, dass meine Videos zu lang sind. Also, bis dann.